So, und damit herzlich willkommen hier bei 7 Days to Die auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich war ein bisschen fleißig, bis es morgens war. Und zwar habe ich hier schon ein bisschen unsere Mine ausgegraben, aber nur so ein bisschen. Hier kommt jetzt halt Stein. Das werden wir halt nachher noch ein bisschen weitermachen. Wir werden heute mal eine kleine Farming-Runde machen. Nicht so lange, also ein bisschen was. Wird hier ein bisschen Stein farmen und gucken, ob wir vielleicht hier so eine kleine Ader finden, wenn wir weit genug runterbuddeln. Oder uns weit genug runterbuddeln. Mal gucken, was dabei so rauskommt. Wäre auch cool, was ich mir überlegt habe, dass wir eine Hordenfalle in einen Berg reinmachen. Also das nur so vorne an. Die Zombies halt kommen können und wir halt im Berg sind, aber das ist halt ein bisschen Kacke umzusetzen ohne Erdbohrer oder so. Das wollte ich noch mal gucken, ob es überhaupt einen Erdbohrer gibt. Da ist bestimmt auch irgendwie wieder anders, ne? Oh Mann, es gibt einen Erdbohrer. Muss einen Bauplan für machen. Okay. Auf jeden Fall ist das so unser Ziel für heute. Ein bisschen hier runterbuddeln, ein bisschen farmen. Und ich werde es mal versuchen, im Schnelldurchlauf für euch zu machen. Damit wir ein bisschen Materialien kriegen. Sprich. So, jetzt haben wir ein paar Steinchen. 1100 Steinchen. Das reicht natürlich noch lange nicht, aber wir brauchen auch noch ein bisschen besseres Werkzeug. Ich muss auch ein bisschen skillen. Dann dachte ich, wir buddeln hier noch ein bisschen. Was denn hier passiert? Da waren wir schon. Okay, hier einfach mal so ein, zwei. Da kriegen wir. Ich brauche auch echt ein bisschen Sand, ne? Lehm ist ja auch nicht so das Problem. Das Problem ist tatsächlich eher irgendwie Sand. Aber ich überlege gerade, ob wir irgendwie mal an einer Baustelle vorbeigekommen sind oder so, wo wir auf jeden Fall Zement, Cobblestone und so alles also herbekommen würden. Das fällt mir tatsächlich nicht unbedingt ein. Ja, wir kriegen das hier auf jeden Fall schon ein bisschen schöner, hoffe ich zumindest. So. Bisschen buddeln. Einfach hier mal so zwei bis da hinten durch. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Du hast immer Hunger. Wie im echten Leben. Ich habe auch immer im echten Leben Hunger. Aber immer nur irgendwie auf was Süßes. Immer nicht so auf richtiges Essen. Also doch auch schon manchmal auf richtiges Essen. So auf Auflauf, Pizza. Das Übliche halt. Meistens eher so auf Süßes. Schokolade und Gummibärchen. Na komm, gleich geschafft. Gleich hast du es geschafft. So, dann können wir auch gleich nochmal gucken, ob wir das herstellen können. Schon ein paar Beete und dann kommen hier die Beete rein. So, und das habe ich jetzt mit dem allen hier vor. Ja, da habe ich ein bisschen was vor. Ein ganz minimal. Aber ich glaube, dafür fehlt uns Nitrat. Ich glaube, Nitrat habe ich immer die ganze Zeit weggeschmissen. Ja, und ich habe hier auf jeden Fall einen Aufgang und einen Abgang gemacht zu unserer kleinen Mine, damit wir hier halt schneller da sind. So, was brauchen wir denn für die schönen Beete? Lehm, daran scheitert es nicht. Holz auch nicht. Verrottetes Fleisch und Nitrat. Okay. Ich kann schon wieder ein bisschen Beton machen, ne? Woran liegt das? Beton an Zement? Nee, an Stein. An Sand. Okay.
Kann ich hier Sand ausschmelzen schon? Nee, ne? Doch. Ja, super. Nicht so unbedingt sehr viel. Kann ich das einschmelzen? Die kann ich einschmelzen, die will ich aber nicht einschmelzen. So, das kann man alles hier rüber. So. Zack. Wir brauchen Nitrat und ja, gut. Und Gammelfleisch. Das, glaube ich, wird wohl nichts mit unseren Beeten. Zumindest vielleicht können wir... Was fehlt denn jetzt? Ich brauche 25 mal Nitrat. Ach mein Gott. Okay. Boah. Das haben wir nicht. Vielleicht sollte ich anfangen, nicht das Nitrat immer wegzuschmeißen. Boah. Das ist ja jetzt echt ein bisschen doof. Lehm haben wir ja eigentlich auch echt erstmal genug, ne? Der Zaun kommt natürlich auch schöner. So, wir fahren mal hier durch die Stadt und gucken mal, ob wir irgendwie ein bisschen was an Materialien gefarmt bekommen. Ob wir vielleicht auch an einer Nitratmine vorbeikommen. Doch, ich glaube, hier irgendwo war Nitrat, oder? Ich weiß nur nicht, wo. Ich sollte es mir auch langsam irgendwie mal markieren. Damit wir ja auch mal ein bisschen weiterkommen, ne? Das sind ja alles so Sachen, das gehört ja alles so ein bisschen dazu. Ich glaube, hier wird's wohl nichts. Oh, hier ist was. Hier kriegen wir auf jeden Fall... Ich lade mal ein paar Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, ins Auto. So wie das hier zum Beispiel. So, denn... Hallo. Hallo. Guten Tag. So. Zack. So, hier kriegen wir auf jeden Fall Zement und Cobblestone und alles her. Das ist schon mal ein Anfang. So, da fehlt uns noch Sand, Nitrat, ganz dringend. Ja, der Rest ist ja tatsächlich irgendwie gar nicht so das Problem. Hier kriege ich aber auch nur Steine raus, kein Sand, ne? Aber auch ein bisschen mehr Steine, ne? Tatsächlich, statt aus unserer Mine. Ah, hätte ich das vielleicht gleich mal machen sollen. Schwupp. Ja, Stein ist ja auch nicht das Problem. Stein finden wir ja auch eigentlich relativ gut so auch mal am... Wenn wir durch die Gegend fahren, große Steine. Große, weiß ich nicht, Felsen. Wie nennt man das? Felsen. So. Upp. Tück. So, hier noch den ganzen Zement und so mitnehmen. Cobblestone. Und dann gehen wir ja einfach mal durch das Gebäude gleich nochmal durch. Vielleicht gibt es ja noch was Schönes für uns. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Hier sind ja schon schöne Zementsäcke und so. Zip. Oh, ein Paradieso. Ich habe gar keinen Skillpunkt mehr, ne? Nee. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den, Entschuldigung, den nächsten reinsetze. Eventuell hier in Bergarbeiter oder Hauptader. Das wäre schon cool. Kriegen wir auch ein bisschen mehr Materialien raus. Bis ich wahrscheinlich einen Skillpunkt habe, hat sich wahrscheinlich das sowieso wieder bei mir geändert, dass ich
Wahrscheinlich sowieso wieder irgendwo anders reinskillen würde, möchte. Ich weiß, das ändert sich ja bei mir immer alles. Oh, was ist hier drin? Nichts. Okay. Dann. Moin. Hallo. Seid ihr denn? Wie im Baumarkt. Wenn man jemanden sucht, auf einmal ist eine Klappe im Boden, auf einmal sind sie alle weg. Und du stehst da. Und wartest. Und denkst dir, okay, ich brauche Hilfe. Da schleicht sich jemand ganz leise an. Das war jetzt auch nicht so die smarteste Idee von mir, das unten als erstes abzumachen. Ja, wie gesagt, ich verstecke auch immer Papier im. Verstecke auch immer Papier in der Toilette. Ich habe mal gehört, das macht man so. Das ist das neueste Versteck für Papier. Joa, was gibt's denn hier alles so Schönes? Was Schönes drin für uns? Du sollst das mitnehmen. Danke. Ja, Toiletten sind immer. Oh, Reparaturkits, sehr gut. Die können wir immer gebrauchen. In den Toiletten ist irgendwie immer nie so wirklich was Spannendes drin, finde ich. Deswegen finde ich das auch immer so irgendwie eigentlich ein bisschen doof, die zu looten. Aber ich mache es jetzt trotzdem mal. So. Wo geht das hier denn weiter? Da kommt noch einer hinter uns angewatschelt. Der ist aber nicht der schnellste. So, was ist hier? Benzin? Nee. Okay, das haben wir. Das haben wir auch. Oh, er war noch nicht tot. Oh. Upsi. Upsi, sorry. Eine undefinierbare Toilette. Für Herren oder Frauen, keine Ahnung. Oh, da geht's weiter. Da gibt's schöne Loot. So, hier ist auch wieder. Männlein, Weiblein weiß man nicht. Okay. So. Wupp, wupp. Moin. Hier waren wir. Okay, da oben ist Müll. Komm ich da so ran? Ich da so ran? Huch. Nein, ich möchte gerne einen normalen Block haben. So, das danke. Ja, wieso kann ich jetzt nicht weiterhüpfen? Weil über mir eine Decke ist. Okay. Verstehe ich. Nein. Doch, ein bisschen. Ist mein Helm nicht dort aus? Okay. Essen. Ja, so. Das mit den Beeten, das habt ihr ja, glaube ich, verstanden, ne? Würde ich das meinen? Dann würde ich ja gerne auch noch eine Mauer drumherum ziehen um unser Gebäude. Oh, hier sind wir draußen. Moin. Ja. Das. Hallo. Bist du tot? Dahinter ist doch bestimmt auch einer, oder? Auf jeden Fall kommen sie hier schon angewatschelt. Also die hören dich sonst nie, ne? Aber wenn du hier so ein bisschen. Wir schlagen schon gegen. Wie heißt denn das hier? Gegen den Truck. So. Ups. Weiß immer nicht richtig, wie ich sitzen soll. Mal sitze ich gerade, mal sitze ich schief. Ich bin immer. Ja, schlagt mal schön dagegen. Ihr könnt auch gerne reinkommen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht da. Ja, springen ist schon. Oh, eine Nummer für sich, ne? Okay, schlag einfach mal mit dem. Cool. Lässt du bitte den Truck in Ruhe? Danke. Da läuft auch noch ein Krümel. Der macht hier irgendwie mehr Randale als die stehenden Zombies. Cool. So. Heute liegt, wie gesagt, der Schwerpunkt so ein bisschen auf Materialien farmen. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier Hunde kommen. Ich weiß nicht warum. Warum hier Hunde kommen sollten, aber man weiß. Eine Tasche. Ganz in der Ecke versteckt. Ich wollte gerade sagen, die wir nicht looten können. Oh, Lockpick, sehr gut. Oh, wir haben ein Messer. Das Papier kann dann ja auch erstmal raus. Das brauche ich auch nicht. Kaffee kann auch erstmal raus. Scrap Pen.
Sehr schön. Den können wir verkaufen. Stahlvorschlaghammer, das können wir eigentlich auch verkaufen. Die Knochen können erstmal raus. So. Schwubbeldiwupp. So, das war Bier, ne? Ja, das war Bier. Das ist nicht so das Problem. Hier gibt es noch eine Werkzeugkiste, eine kleine. Das Auto. Bauen wir das ab? Ja. Geht ja schnell mit unserem coolen Whatever. Sehr. Haben wir coole Sachen bekommen. Ein bisschen Benzin. Benzin ist gut. Benzin brauchen wir. Guck mal, hier kriegen wir bestimmt Nitrat raus, oder? Wo denn? Wo? Wo? Draußen? Ja. Kannst auch erstmal draußen bleiben, kleiner Mann. Ich komme dich nachher holen. Sind das die, die man so doppelt lootet? Nee, ne? Das sind die. Er doppelt abbaut. Das sind die einzelnen. Hier ist ein schwebendes Auto. Oh, jetzt nicht mehr. Es hat mich gesehen und hat sich erschreckt und ist runtergefallen. Waren wir hier schon? Nö. Okay. Ja, solche Bücher brauche ich nicht und Papier möchte ich auch nicht. Ich möchte coole Sachen. Ich möchte coole Sachen. Coole Sachen. Aber irgendwie gönnt das Spiel mir das ja nicht. Herr Mano. Guck mal, das können wir nochmal wieder lesen, das kann nochmal wieder raus, das kann gescrapt werden, das kann weg, das kann gescrapt werden, das kann gescrapt werden. So, und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. So, dann lass uns mal hier oben die Geier ermurksen. Keine Geier? Oh, keine Geier. Okay. Auch gut. Hallo. Kommt mir nicht zu nah. Kommt mir nicht zu nah. Ich erledige euch. Ja, du Kopfschmerzen, ne? Hast du Kopfschmerzen? Oh, hast du Kopfschmerzen? Sehr toll. So, hopp. Hier war noch ein Rucksack. Ja, tu mal nicht so. Verhungern tust du schon nicht. So. Chrysanthemen raus. Knochen raus, raus, raus. Alles raus. Da ist was zu essen. Guck mal, kriegst du hier ein bisschen was zu essen? Kannst du meinetwegen auch hier, können wir eigentlich Gammelfleisch essen? Ja, dann kriegen wir wahrscheinlich Durchfall unseres Lebens. Ja. Scrappen. So. So. Okay, und wieder hoch. Kommen wir gar nicht mehr hoch, ne? Wie kommen wir ja? Schaffen wir das so? Ja, wir sind gut. Wir sind Parkourmeister oder so. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ich habe dir doch was zu essen gegeben. Du kannst gar nicht mehr Hunger haben, Mann. So, dann müssen wir. Da ist noch was Schönes drin. Oder auch nicht. Da unten ist der Hauptloot. Ist hier was drin? Ja, eine schöne Tasche. Oh, was ist das? Was ist das denn? Robotikteile, wuhu. Knurren die hier unten? Keine Zombies hier drin, okay. Dann lasst uns doch mal schön looten. Vielleicht finden wir ja einen Erdbohrer. Oh, aber eine bessere Spitzhacke. Eine Vierer, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ja, cooli. Oh, Bauplan, eine Pumpgun. Sehr nice. Verändern. Achso, nee, ich muss hier erstmal verändern. Nee, verändern. Ja, gut. So. Reparieren. Und verändern. Cool. So, ups. Bevor ich hier wieder irgendwas herstelle, was ich gar nicht herstellen will. So, kommen wir da oben ran. Yep. Eine Einser Schaufel. Wir haben eine Zweier. Die ist besser, die wir haben. Vielleicht. Muss man ja immer mal ein bisschen
Cookie Cookie machen. Lugi Lugi. Das hatten wir, ne? Da ist nichts mehr. Hier noch. Ja, fragt mich nicht, wo die rumrandalieren. Ich weiß es nicht. Quäß es nicht. Papier kann raus. Stahl ist gut. So, warte mal. Ich möchte ja gerne einen Schmelztiegel haben, ne? Aber den fortgeschrittener Ingenieur. Vielleicht sollten wir das als nächstes. Fortgeschrittener Ingenieur. Hier vielleicht. Das ist bestimmt ganz unten, oder? Batteriebänke und Nagelpistolen. Elektrozäune. Fortgeschrittener Ingenieur ist das. Ja, hier ganz unten. Das ist doch nicht euer fucking Kaka Ernst, oder? Anscheinend schon. Hallo? Jemand zu Hause? Man kann die Tür auch aufmachen, habe ich mal gehört. Dann ist das nur halb so schwer alles. Habe ich mal gehört, ob das stimmt? Keine Ahnung. Brauchen wir hiervon was? Ja, nö. Joa. Okay. Bisschen Material haben wir. Wo kriege ich denn jetzt Sand her? Und Nitrat. Oh. Das war jetzt auch nicht die beste Idee. Da ist Wasser. Vielleicht, wenn wir hier. Bin ich von hier eigentlich gekommen? Nee, hier zwischen vielleicht irgendwo. Oder hier hinten? Nennt wahrscheinlich eher da hinten, oder? Wir fahren jetzt einfach mal hier so einfach so geradeaus querfeld ein. Schau mal, ob ich hier irgendwo. Irgendwas Spannendes finde. Ein Zombie? Ein Rucksack? Stein? Oh, ist gar nicht mal so einfach. Boah. Honig. Ah, hier hinten so draußen müsste doch eigentlich irgendwie was geben, oder? Das Eisen. Es ist doch immer so, oder? Genau wie in Real Life. Man sucht irgendwas und man findet es einfach nicht. Eisen. Nitrat sind ja diese, wie soll man die denn nennen? Boah, keine Ahnung, diese sehen aus wie Kristalle. Vielleicht gibt es auf dieser Map einfach keine, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe irgendwo habe ich schon welche gesehen. Bin ich da? Da! Nitrat. So, das machen wir jetzt nochmal zusammen. Ich hab doch Nitrat hier irgendwo, ja. Ja, Nitrat auf jeden Fall. Und dann werde ich... Boah, werden wir in der nächsten Folge mal gucken, dass wir ein paar Beete angesetzt bekommen. Airdrop kommt. Eisen haben wir ja eigentlich gut... Wenn hier so eine kleine, coole Mine ist, dann denke ich mal, werde ich sie mir hier markieren. Vielleicht haben wir bei uns in der Nähe, ich hätte mal vielleicht gucken sollen, wie die aussehen. Weiße Punkte, da. Dann haben wir doch hier bei uns auch. Wo wohnen wir denn überhaupt? Da wohnen wir. Die weißen Punkte hier und da. Müsste doch dann eigentlich auch Nitrat sein, oder? Oder die Punkte sind einfach nur verwirrend. Ist aber echt cool gemacht, wenn das so ist. Na,
Nee, es ist hier Stein. Hier ist noch ein bisschen Nitrat. Wie viel Nitrat haben wir denn jetzt überhaupt? 300. Wie viel brauchen wir für Beete? Brauchen wir 25. Ja. Ein bisschen können wir noch. So. Ja, ist heute eine entspannte Folge. Ein bisschen Materialien farmen. Wir haben wieder Gewitter. Was ein Wunder. Yay. So. Ist das auch noch Nitrat da unten? Ja, okay. Markieren wir uns das hier mal. Wegpunkt. Was soll ich denn hier machen? Hier mal so. Oh. Nitrat. Ja, wenn ich schreiben könnte, wäre das... Ui, ist aber dunkel hier auf einmal. So. Ist das schon das große Licht? Das ist das große Licht. Ja, sehr nice. So. Dann würde ich aber sagen, wir gehen noch in ein... Guck mal hier kurz auf die... Wo bin ich denn hier gelandet? Wir fahren einfach mal wieder zurück. Und dann gucken wir mal, wo wir vielleicht... Da ist ein Elektromarkt. Das haben wir doch aber eigentlich als Quest schon gemacht, oder? Einfach mal auf die Straße und schauen einfach mal, ob wir noch ein schönes Gebäude finden. Und das Huhn überfahren. Es tut mir leid, Huhn. Ich fahre auch ganz doof, ne? Ich muss hier hin. Nee, das ist kein Nitrat, das ist nur Müll. Müll haben wir auch genug zu Hause. Boah, das ist aber auch krasses Gewitter, ne? Das ist aber nicht so ohne. Ich habe schon wieder die Gläser nicht mit. Mano. Haben wir bei uns eigentlich hier in der Nähe auch Wasser? Ja, da. Genau gegenüber haben wir Wasser. Da sollten wir vielleicht mal hin. Und... Nee, die Schule machen wir jetzt nicht. Da sollte ich vielleicht mal hin und unsere Gläser auffüllen, damit wir wieder... genügend. Hallo, hüpf. Damit wir genug Wasser haben. Hüpf. Weil ich... Ja, ich überfahre hier gerade alles. Tut mir leid. Hui. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oh Mann, was... Was für eine chaotische Folge das gerade irgendwie ist. So irgendwie ein bisschen fast ohne Plan. Aber es muss ja auch mal sein. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay, wir sind hier. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir noch ein kleines, süßes, schnuggeliges Gebäude, was wir machen können. Das meinte ich, glaube ich, mit Elektro. Und das Poppen Pilz. Einfach mal querfeld einfahren. Hm. Hier sind doch eigentlich kleine, süße Gebäude, oder? Fahren wir doch da einfach mal hin. Fahren wir da noch mal hin. Vielleicht gibt es da ja noch was Spannendes. Ja, ich fahre wieder zurück. Oh, ja, hier waren wir. Das ist unser Klamottengeschäft. Wo ich noch die Hälfte zu Hause habe, weil wir die zum anderen Händler mitnehmen müssen. Weil unser Händler, dem habe ich aus Versehen schon zu viele Klamotten verkauft. Ich habe sie auf jeden Fall auch alle wieder mitgenommen. Ne, nicht alle. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen habe ich gescrapped, aber nicht viel. Ein paar. Das sieht doch hier nach einem süßen Gebäude aus. Das können wir doch zum Abschluss nochmal machen. Ich bin einfach auch nur hart überladen, aber ist okay. So, dann kann das hier alles mal da rein. Wo ich mir sicher bin, dass wir das wahrscheinlich da nicht unbedingt mehr drinne finden. So, was war das hier? Okay, ja. So, dann wollen wir doch mal. Ich habe schon wieder Hunger. Was geht denn, ey? Ist hier der Eingang? Hier ist der Eingang. Okay. Hier können wir schon wieder ein paar Sachen mitnehmen. Cool. So. Hallo? Da. Hallo. Bitte nicht aufs Auto schlagen. Ich möchte nicht mit euch explodieren. Wenn ihr... euch in die Luft springen wollt, könnt ihr das gerne tun, aber ohne mich am besten. Danke. Ich will wissen, ob man hiermit auch nochmal irgendwann was machen kann. Irgendwie so von wegen
abschließen, gib deinen Code ein oder so. So. Da ist Muni hinter. Ich weiß auch tatsächlich nicht, warum ich den Knüppel immer mitschleppe. Ich weiß es einfach nicht. So. Hallo? Hallo? Ah. Junge, ist das dein Ernst? Oh. Einmal mit Profi 7 Days spielen. Ha. Warte. Entschuldigung, kleiner Scherz. Ich bin ja so richtig gut in 7 Days. War ein Scherz. So, das hier kann erstmal alles weg. So, moin. Warum liegt denn da oben einfach ein Rucksack? Krümel! Krümel! Nicht so schnell! Krümel, du hast keine Beine. Ich habe dir schon mal gesagt, nicht so schnell. So. Geht's hier weiter? Nein. Okay, hier gibt es nur ein bisschen was zum Looten. Sand, sehr gut. Ich brauche ganz viel Sand. Raus und. Nee, das bleibt drin. Hey, wo ist denn? Hä? Da, scrappen. So. Was ist denn hier Schönes? Oh, sieht nicht so aus, als ob da irgendwas ist. Ja, komm her. Keiner mehr drin? Hello. Hello. Du einarmige Krankenschwester. Da ist auch nichts mehr. Da ist noch was drin. Hello. Müll. Ja, was sonst? So. Irgendwo höre ich sie. Brauchen Gammelfleisch und Nitrat, ganz wichtig. Huch. Das haben wir. Das haben wir. Müll. Ist aber auch ein cooles, ge schönes Gebäude eigentlich. Dahinter? Ja, der geht doch eigentlich nur nach draußen, oder? Wo ist er denn? Da! Kleiner Mann. Ich hab den längeren Hebel. Nein, ich sitze am längeren Hebel. Ha. Ich sitze am längeren Baseballschläger. Eine Ranch, Stufe 3. Okay, ist die besser als unsere 20? 22? No. Können wir die verkaufen? Oh Mann. So, scrappen. Manchmal hat man auch nur Kacke, sammelt man ein, ne? Naja, ich sowieso. Ich sammle ja erstmal alles ein und dann irgendwann sortiere ich das ja aus. So, ist auch so richtig gut von mir. Nein. Das haben wir alles. So. So. Zack. Hallo? Ja. Es ist aber ein bisschen gemein, wenn ihr mal von oben kommt. Hier muss man ja mit allem rechnen. Okay. Ja. Kann man mal machen. Da ist doch einer drin, ne? Wackeldackel. Hier ist der Hauptloot und hier passiert doch irgendwas, oder? Ne, hier sind nur zwei. Okay. So. Cool. Okay. Okay. Gehen wir nochmal zu. Gehen wir nochmal zurück. Da lang. Ist da noch einer drin? Nein. Aber ein kleiner Rucksack, was du uns bescherst. Selbstgebautes Gewehr.
Selbstgebautes Gewehr. Das hat aber nur einen Schuss, oder? Ich mag diese Waffen mit einem Schuss ja nicht so. Ja. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch schon aussortiert. So. So, dann gucken wir doch mal, ob ich zu blöd dafür bin, das da reinzutun. Nee. Mensch, es geht ja wirklich. Ha. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Cool, dann machen wir damit ja noch ein bisschen mehr Schaden, ne? Wenn ich das jetzt rausnehme. 25, okay, ein Schaden mehr, aber egal. Oh. Sieht schon nice aus. Oh, da ist sogar was hinter. Huch. Damit haben wir ja nun mal gar nicht gerechnet. So, Klamotten haben wir eigentlich genug zu Hause. Aber scheißegal, Hauptsache mitnehmen. Ein Bücherregal. So, was gibt's denn? Papier. Okay, da ich Papier eh gleich wieder rausschmeiß, kann das da auch erstmal drinnen bleiben. Samen. Samen. Heidelbeersamen. Shimwaybrot. Scrappen. Einmal Wasser brauche ich auch nicht. Ich muss mich hier mal schon wieder anders hinsetzen. Ich hänge hier schon wieder wie so ein Penner in der Kurve. Wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich will ja hier keinen beleidigen. Ne? Psst. So. Zack. Was hat er hier auf? Was hat er hier aufgepasst? Auf gar nichts. Was eigentlich? Ne? Auf seinen Rucksack. Auf seine Sporttasche. Zombie-Sport. Okay, die haben wir da schon drinne. Kann ich die hier rein tun? Nein. Na gut. Dann hatte ich hier mein kleiner Turm. So. Oh, was gibt's denn hier in der Toilette noch Schönes? Verband. Knochen. Brauche ich nicht. Warum sammle ich denn dieses blöde Kackerpapier eigentlich immer ein? Ich bin auch echt so ein Dulli halt. Ja, okay. Fand ich jetzt nicht so nett. Irgendwie. Aber naja, gut. Was soll man machen? Hallo, kann ich bitte noch einen hoch? Nein? Okay. Dann halt nicht. So, jetzt aber ein bisschen Muni. So, was ist denn hier Schönes drin? Ja, auch irgendwie nur Schrott. Ich möchte schönere Sachen haben. Müssen wir Lucky Looter nochmal skillen, wa? Feuer, Handfeuerwaffen aus, Halbautomatik. Kann ich die hier rauf machen? Macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, oder? Ist ja eigentlich schon Automatikwaffe. So. So. Dann haben wir alles. So. So, ich kann ja hier runter. Hallo. Nicht kaputt gehen, Mann. Ja, dann werden wir das so machen. Oder ich werde es so machen. Ich werde... Ich weiß nicht mehr, wo ich reingekommen bin. Hier, ne? Ich werde nach Hause fahren. Werde noch ein paar Materialien farmen. Und dann sehen wir uns gegen 10. Wo ist denn hier unsere Quest? Dann sehen wir uns um 10 hier wieder. Mit allem drum und dran. So. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann um 10 heute Abend. In der Zeit, dann werde ich noch ein paar Materialien hier farmen. Bisschen Sand und so. Ja, dann sehen wir uns halt heute Abend um 10 wieder bei der Nachtquest. Also. Macht's gut, bis dann, adios!